Grüße dich sehr herzlich zum Montagslicht dabei. Du hörst, ich bin etwas heißer, ich bin etwas erkältet. Trotzdem hoffe ich, dass du mich gut verstehst. Ja, mein Name ist Bettina Barbara Simsen und ich freue mich heute, die Lichtarbeit für dich, für alle anzuleiten. Und was habe ich mir für heute jetzt ausgedacht? Also es ist ein Dekret, was ich für dich, was ich mit dir sprechen möchte. Und ja, ich möchte dich einfach heute einladen, auch, dass du dieses Dekret mit mir sprichst, das so wunderbar in unsere Zeit passt. Es ist ein machtvolles Dekret von Diana Cooper, das deinen Weg zur Erleuchtung und Meisterschaft beschleunigen wird. Natürlich wie immer vorausgesetzt, du hältst dich an das Gesetz des einen. Nämlich darum geht es, dass wir mit allem verbunden sind. Wir sind eins, energetisch alle miteinander verbunden. Und wir sind alle auf dem Weg der Meisterschaft hier auf der Erde. Und ganz tatkräftig setzen wir unser Bemühen dafür ein. Und Diana Cooper macht in ihrem Buch Der Aufstieg von Erde und Menschheit, das sie zusammen mit Tim Wild verfasst hat, eine Aussage, die sich mir eingeprägt hat. Und sie schreibt dort, wer nach dem geistigen Gesetz des einen lebt, ist automatisch ein Meister. Hier zeige ich dir dieses wunderbare Buch. Das hat sie mit Tim Wild geschrieben. Ja, so viel zu dem Buch. Und jetzt möchte ich dich einladen, das Dekret für ein Leben nach dem Gesetz des einen mit mir zu sprechen. Zünde zuvor eine Kerze an und wenn du gerade keine bei der Hand hast, ist das ja kein Problem, halte das Video an und hol dir eine. Wenn du bereit bist, schließe deine Augen, nimm eine meditative Haltung ein, achte darauf, dass deine Füße nebeneinander auf dem Boden stehen, dass du bequem und mit geradem Rücken auf deinem Platz sitzt. Atme jetzt tief ein und aus. Bei jedem Ausatmen lass alles los, was dir jetzt nicht dient. Bei jedem Ein- und Ausatmen spürst du, wie du immer tiefer und tiefer in deinen Raum der Stille, in den Raum des Friedens hineinsinkst. Nimm wahr, wie dabei sich dein Herz bereitwillig für die Liebe aus der Quelle, aus dem ganzen Universum öffnet. Du verbindest Himmel und Erde. Du bist ein reiner Kanal für die Liebe aus Mutter Erde, die durch dich hinauffließt bis zur Quelle. Und das reinste, weißeste, leuchtendste Licht aus der Quelle kommt zu dir, durchflutet dich innen und außen komplett mit bedingungsloser Liebe. Diese Liebe fließt durch dich hindurch in Mutter Erde hinein und segnet Mutter Erde mit bedingungsloser göttlicher Liebe. Spüre, wie sich deine Energie um ein Vielfaches erhöht hat.
wie deine Aura sich ausgedehnt hat im Licht von Mutter Erde und der Quelle. Und jetzt rufe mit mir das goldene Christuslicht zu deinem und meinem vollkommenen Schutz dreimal an. Sprich mir nach, falls du den Schutz noch nicht kennst. Ich rufe das goldene Christuslicht zu meinem vollkommenen Schutz. Ich rufe das goldene Christuslicht zu meinem vollkommenen Schutz. Ich rufe das goldene Christuslicht zu meinem vollkommenen Schutz. So sei es, so ist es. Und vielleicht kannst du spüren, wie das goldene Christuslicht sich wie ein Kokon um dich legt, dich einhüllt, dich beschützt, dich verbunden hält mit dem Christusbewusstsein der bedingungslosen Liebe. Du bist jetzt bereit, das Dekret für ein Leben nach dem Gesetz des Einen zu sprechen. Erkläre dem Universum deine Absicht, indem du das Dekret dreimal laut nachsprichst. Ich, und jetzt füge hier deinen vollkommenen, deinen kompletten Namen ein, lebendiger Meister des Lichts. Erkläre hiermit im Namen der Quelle, dass ich mein Leben nach dem Gesetz des Einen leben werde. Ich beschließe, in der Schönheit der Gnade zu wandeln. Ich beschließe, meinen Absichten das höchste Wohl meiner Mitmenschen im Auge zu behalten. Ich beschließe, alles zu manifestieren, was ich brauche. Und ein Leben in Meisterschaft zu führen. Ich beschließe, mein Leben mit liebevollen Gedanken, Worten und Taten zu segnen. Ich beschließe, Verantwortung für mich selbst und meinen wunderschönen Planeten Erde zu übernehmen. Ich beschließe, mich selbst und andere bedingungslos zu lieben. Mit diesem Gesetz des Einen nehme ich jetzt meine höchste Erleuchtung an. Ich, lebendiger Meister des Lichts, erkläre hiermit im Namen der Quelle, dass ich mein Leben nach dem Gesetz des Einen leben werde. Ich beschließe, in der Schönheit der Gnade zu wandeln. Ich beschließe, bei meinen Absichten das höchste Wohl meiner Mitmenschen im Auge zu behalten.
Ich beschließe, alles zu manifestieren, was ich brauche, und ein Leben in Meisterschaft zu führen. Ich beschließe, mein Leben mit liebevollen Gedanken, Worten und Taten zu segnen. Ich beschließe, Verantwortung für mich selbst und meinen wunderschönen Planeten Erde zu übernehmen. Ich beschließe, mich selbst und andere bedingungslos zu lieben. Mit diesem Gesetz des Einen nehme ich jetzt nehme ich jetzt meine höchste Erleuchtung an. Ich, lebendiger Meister des Lichts, erkläre hiermit im Namen der Quelle, dass ich mein Leben nach dem Gesetz des Einen leben werde. Ich beschließe, in der Schönheit der Gnade zu wandeln. Ich beschließe, bei meinen Absichten das höchste Wohl meiner Mitmenschen im Auge zu behalten. Ich beschließe, alles zu manifestieren, was ich brauche, und ein Leben in Meisterschaft zu führen. Ich beschließe, mein Leben mit liebevollen Gedanken, Worten und Taten zu segnen. Ich beschließe, Verantwortung für mich selbst und meinen wunderschönen Planeten Erde zu übernehmen. Ich beschließe, mich selbst und andere bedingungslos zu lieben. Mit diesem Gesetz des Einen nehme ich jetzt meine höchste Erleuchtung an. Wie innen, so außen, wie oben, so unten. Spüre noch einmal deine Verbundenheit mit Mutter Erde und mit der Quelle. Spüre dich als Lichtkanal zwischen Himmel und Erde. Komme mit deinem Bewusstsein wieder ganz in deinen Raum. Du bist jetzt an deinem Platz. Und spürst die Füße auf dem Boden und der Stuhl oder den Sessel oder wo du auch immer sitzt, der dich trägt. Öffne die Augen und lächle in den Tag. Ich danke dir ganz herzlich, dass du mitgemacht hast. Wenn du möchtest, kannst du dieses wundervolle, kraftvolle Dekret weitergeben. Und ich wünsche dir alles, alles, das Allerbeste für deinen Weg des Aufstiegs, für deinen Weg in die neue goldene Zeit als Meisterin, als Meister. Sei gesegnet. Namaste.